finde, die Fragen, so wie sie hier stehen, sind genau die, die wir ja miteinander auch diskutieren müssen und beantworten müssen, dass das ernst gemeint ist und dass wir aus diesen ganzen Anregungen ein Regierungsprogramm für die Zukunft uns vornehmen können. Wenn man ab und zu die mediale Berichterstattung verfolgt, hat man den Eindruck, das Leitbild dessen, was lebenswert ist, sind diese Hotspots in den großen Städten mit allen Problemen, die es sind. Und ich finde, das sollten wir uns nicht erzählen lassen. Wir leben so, wie wir wollen. Und es hat überhaupt kein Politiker das Recht, vorzuschreiben, ob irgendwo jemand lebt oder nicht und wie er lebt. Wir müssen uns die Dinge so organisieren, dass sie gut für uns sind. Und wenn wir das machen, meine Damen und Herren, werden wir auch als CDU mehrheitsfähig sein. In diesem Sinne heißt Stolz auf Sachsen nichts anderes, als ihn in den Dienst dieses Landes und seine Kultur und seine großen Geschichte zu stellen. Und das alles meint Heimat und ist offensiv zu vertreten.